NDR Info. Zeitzeichen. Stichtag heute. 24. September 1920. Der Todestag des russischen Goldschmieds Peter Karl Fabergé. Selbstverständlich das Ei. Nein, die Henne. Quatsch, natürlich das Ei. Wie soll das gehen ohne Henne? Ei. Henne. Ei. Henne. Was war zuerst da, das Ei oder die Henne? Ein Streit fast so alt wie die Menschheit selbst. In diesem Sommer wurde er beendet. Britische Wissenschaftler konnten beweisen, dass die Henne zuerst da war. Für den russischen Juwelier Peter Karl Fabergé war das anders. Seine Popularität begann vor 125 Jahren mit einem Ei. Außen weißes Emaille, innen Gold. Im goldenen Eidotter wiederum lag eine Henne aus Gold und Platin, mit Augen aus Rubinen. Und diese enthielt eine winzige Zarenkrone mit einem Rubinanhänger. Seine kostbaren Überraschungseier machten Fabergé weltberühmt. In meiner Schul- und Studienzeit lebte ich in Dresden. Im grünen Gewölbe fiel mir ein Dekorei besonders auf. Ich wünschte mir, irgendwann mal auch solch ein Kunstwerk zu schaffen. Geboren wurde Peter Karl Fabergé 1846 in St. Petersburg. Seine Vorfahren waren protestantische Hugenotten, die um 1600 im französischen Glaubenskrieg vor den Katholiken nach Russland geflohen waren. Peters Vater Gustav hatte ein Juweliergeschäft. 1860 zog er mit seiner Familie vorübergehend nach Dresden, wo der Sohn eine Ausbildung zum Kaufmann machte. Danach lernte Peter die Steinschneidekunst bei Goldschmieden in Frankfurt und Florenz und übernahm 1864 mit nur 18 Jahren das Juweliergeschäft des Vaters in St. Petersburg. Die damalige russische Hauptstadt erlebte gerade ihre kulturelle und wirtschaftliche Blütezeit. Aristokratie und Bürgertum zeigten ungehemmt ihren Wohlstand. Wo immer es ging, präsentierten sie sich in Samt und Seide, behängt mit Gold und Juwelen. Um dieses riesige Volk von 150 Millionen Einwohnern zu beeindrucken. Aber es liegt wohl auch in der Mentalität des Russen, das Zeigen des Prunkes gehört, ist ein ganz normaler Alltag. Erläutert der deutsche Kunsthistoriker Johann Georg Prinz von Hohenzollern. Der Juwelier Fabergé war Teil dieses ganz normalen Alltags. Er arbeitet als Gutachter und Restaurator für das kaiserliche Kabinett. Er bekommt zwar keinen Lohn, aber er darf die Schatzkammer im Winterpalais betreten und kann sich auf diese Weise mit den dort ausgestellten Schmuckstücken und Kunstobjekten aus dem 17. und 18. Jahrhundert in einzigartiger Weise vertraut machen. Die alten Schätze inspirierten den Juwelier zu neuen Schmuckstücken im antiken Stil. Für seine kunstvollen Zigarettenetuis und Blumengestecke erhielt er 1882 in Moskau und drei Jahre später auf der Ausstellung angewandter Kunst in Nürnberg jeweils die Goldmedaille. Der Zar war begeistert und Fabergé überrascht. Am Anfang hätte ich mir das alles nicht träumen lassen. Allein schon der erste große Auftrag von Zar Alexander III., der ein besonderes Ostergeschenk für seine Gattin Maria Fjodorowna wollte. So entstand 1885 das erste Ei. Alexander III. Ernannte Peter Karl Fabergé zum Hoflieferanten. Die Zarin war so sehr begeistert, dass der Zar beschloss, ihr nun jedes Jahr ein solches Ostergeschenk zu bescheren. Wenn der Zar fragte, wie das nächste Ei aussehen würde, brauchte ich nur zu versichern, Ihre Majestät werden zufrieden sein. Das war der Beginn meiner aufregendsten Jahre. Jahr für Jahr lieferte Peter Karl Fabergé ein Ei an den Kaiserhof, immer mit Bezug zu Ereignissen im Leben der Zarenfamilie. Ich gestaltete für die Zarin das sogenannte dänische Palastei. Es besteht aus Gold auf rosafarbenem Email und Rosenschliffdiamanten. Als Überraschung befinden sich im Inneren aufklappbare Miniaturgemälde. Sie zeigen nicht nur die zwei Luxusjachten der Familie, sondern auch Residenzen in Dänemark und Russland, wo sich die gebürtige dänische Prinzessin besonders gern aufhielt. Ein weiteres Ei enthielt die detailgetreue Miniaturabbildung des kaiserlichen Lieblingspalastes mit verglasten Fenstern und Flagge. Ein anderes widmete Fabergé dem Thronfolger Nikolaus. Der war von seinen Eltern auf eine lange Schiffsreise geschickt worden, um sich auf das Zarenamt vorzubereiten und um seine damalige Geliebte, eine nicht standesgemäße Tänzerin, zu vergessen. Mein Ei von 1891
erinnert an diese Weltreise und zeigt ein Miniaturmodell des Schiffs. Außen ist es mit goldenen Rokokowellen und Schaumkronen aus Diamanten verziert. Gold, Platin, Diamanten, Rubine, Smaragde. Fabergé verwendete nur die kostbarsten Materialien für seine Kunsteier. Aber nicht nur das machte sie so wertvoll, meint heute der Fabergé-Experte Gesa von Habsburg. Das Besondere an einem Fabergé-Ei ist das Handwerk und nicht das Material. Nehmen Sie zum Beispiel das Winterei. Wenn Sie das Ei in seine Bestandteile zerbrechen, bleiben 2 Blöcke Bergkristall für ein paar tausend Dollar. Es bleiben 3000 Diamantsplitter für ein paar tausend Dollar und ein bisschen Platin. Man bezahlt also für die genialen Ideen von Fabergé und seine unglaublichen handwerklichen Fähigkeiten. Dabei fertigte Peter Karl Fabergé die Eier nicht selbst an. Er entwarf das Design, alles andere machten seine Mitarbeiter. Juweliere, Goldschmiede, Graveure, Maler arbeiteten bis zu 3 Jahre an einem Ei. Immer streng beobachtet vom Meister. Wenn eins der Eier nicht seinen Vorstellungen entsprach, zerstörte er es. Denn auf ihrer Perfektion basierte der Erfolg der Fabergé-Eier. Das Besondere an meinen Arbeiten war mein Email. Es war mein bestgehütetes Firmengeheimnis. Die Kenntnisse hatte ich mir bei meinen Studien in Paris erworben und weiterentwickelt. Um dieses Firmengeheimnis beneideten ihn die Juwelierskollegen weltweit. Ein Gemisch aus Glas und Metalloxiden wurde bei 800 Grad erhitzt, bis es sich verflüssigte. Dann wurde die Masse auf eine ziselierte Metallplatte aus Silber oder Gold aufgetragen und mehrmals gebrannt. Beim Frühlingsblumenei ist mir diese Technik besonders gut gelungen. Das Ei galt in der russisch-orthodoxen Kirche als Symbol für Wiedergeburt, Fruchtbarkeit und neues Leben. Für Fabergé symbolisierte es Ruhm und Reichtum. Doch 1894 schien das Glück des Juweliers beendet zu sein. Der Zar starb bei einem Zugunglück. Ich denke immer wieder gern an Alexander III. Zurück. Sein vorzeitiger Tod war für mich das Ende einer Ära. Aber der neue Zar Nikolaus II. Führte die Tradition seines Vaters fort. Von nun an musste Fabergé jedes Jahr 2 Ostereier liefern. Eins für die Zarenmutter Maria und eins für Nikolaus junge Ehefrau Alexandra von Hessen. Die junge Zarin fühlte sich zuerst fremd in unserem Land, das sie kaum kannte. Um sie aufzuheitern, fertigte ich für sie ein Osterei, in dem sich 12 Miniaturgemälde im Inneren befanden. Diese kann man mit einer Mechanik drehen und wie ein Buch aufblättern. Die Bilder zeigen Orte aus ihrer Jugend in Deutschland, bei ihrer Großmutter Queen Victoria in England und Paläste in St. Petersburg, in denen sie lebte. Zar Nikolaus II. War offen für den Fortschritt. Er liebte die moderne Technik. Vor allem Automobile und Eisenbahn hatten es ihm angetan. Auch ich begann, meine Arbeiten mit mechanischen Raffinessen zu versehen. Dieses Ei habe ich der größten russischen Leistung jener Jahre, der transsibirischen Eisenbahn, gewidmet. Sie wurde 1900 eingeweiht. Ich habe das Ei aus Silber gefertigt. Die Gravur zeigt den Streckenverlauf von Moskau bis Vladivostok. Der dazugehörende Miniaturzug fährt, wenn er mit einem Schlüssel aus Gold aufgezogen wird, einige Meter weit. Ich war ehrlich gesagt sehr stolz darauf. Bei der Weltausstellung in Paris verblüffte er Experten wie Laien mit immer ausgefeilteren mechanischen Spielereien. Beim Hahnenei, das zugleich eine Tischuhr war, krähte zu jeder vollen Stunde der Hahn, aufgezogen mit einem Schlüssel. Gleich 3 Jubiläen forderten in den ersten Jahrzehnten des neuen Jahrhunderts Fabergés ganzen Einsatz am Ei. Der 200. Jahrestag der Gründung von St. Petersburg, das 15. Thronjubiläum von Nikolaus II. Und das 300-jährige Bestehen der Zarenfamilie Romanow. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 wendete sich das Blatt für Russland und für Fabergé. In meinen Werkstätten musste ich nun Handgranaten und anderes Kriegsmaterial herstellen. Doch auch diesmal bestellte der Zar für seine Frau ein Ostergeschenk. Mein Sohn Eugène überbrachte das Stahlei der Familie und berichtete mir, wie betroffen die Kinder über den düsteren Anblick waren. Die Zarenfamilie richtete Lazarette in ihren Palästen ein, wo die Zarin selbst Verwundete pflegte. Aber das Volk begann sie zu verachten und beschimpfte sie wegen ihrer deutschen Herkunft als Spionin.
Langsam wandten sich die Menschen gegen die Zarenfamilie und ihren zur Schau gestellten Prunk. Dennoch orderte Nikolaus II. Weitere Ostereier bei Peter Karl Fabergé. Allerdings sollten sie bescheidener sein. Der Juwelier fertigte das Rotkreuzei an, aus schlichtem weißen Emaille mit Porträts der Romanow-Frauen in Schwesterntracht. Fabergés letztes kaiserliches Ei war das sogenannte St. Georgskreuzei aus Holz. Aber leider stand Ostern 1917 die Zarenfamilie bereits unter Hausarrest. Und mir wurde von dem Vorsitzenden der provisorischen Regierung nicht erlaubt, es zu überbringen. Das Geschehen der letzten Zeit war für mich wie ein böser Traum. Und ich weiß noch nicht, wie er enden wird. Für den Hofjuwelier endete der böse Traum 1918 mit der Flucht aus Russland über Riga nach Lausanne. Zar Nikolaus II., seine Frau und die 5 Kinder überlebten die Oktoberrevolution nicht. Auf Anweisung des neuen Führers Lenin wurden sie von den Bolschewiken erschossen. Und was geschah mit den Fabergé-Eiern? Experte Gesa von Habsburg. Der neue Herrscher Lenin war überraschend konservativ. Er ordnete an, dass der Palast versiegelt und der gesamte Inhalt eingelagert werden sollte. Alle Wertgegenstände wie Kronjuwelen und kaiserliche Eier wurden sehr sorgfältig aufgelistet und in den Kreml gebracht. Dort wurden die Zarenschätze erst 1921 wiederentdeckt. Und sofort verkauft, denn die neue russische Regierung brauchte dringend Devisen. Die Nachfolger des letzten Zaren besitzen heute keines der berühmten Fabergé-Eier. Sehr zum Bedauern von Nikolas Prinz Romanow, dem derzeitigen Oberhaupt der Familie. Ich habe noch ein silbernes Zigarettenetui, aber die wirklich guten Stücke gingen verloren. Als die Revolution ausbrach, verschwanden die meisten Wertgegenstände. Manches konnten meine Großeltern mitnehmen, als sie flohen. Aber das Leben war nicht einfach, also mussten sie nach und nach alles verkaufen. 50 Eier hatte Peter Karl Fabergé einst für die Zaren hergestellt. 42 davon existieren heute noch. Der größte Teil befindet sich in amerikanischen Privatsammlungen, der Rest in Museen, wo sie als Zeugnis des untergegangenen, prunkvollen Russlands immer wieder bestaunt werden, weiß Gesa von Habsburg. Sie haben diese nostalgische Faszination. Alles, was nach der Familie der Romanows riecht und nach ihrem tragischen Ende, das ist der Stoff für Schlagzeilen. Und Fabergés glitzernde kleine Kunstwerke sind greifbare Beweise für die Bedeutung des russischen Kaiserhofes. Der Mythos der kaiserlichen Eier macht auch vor dem Film nicht Halt. In Octopussy trifft James Bond auf Fabergé. Wissen Sie, was das ist? Eins der wertvollen Eier von Karl Fabergé, ein Ostergeschenk für die russische Zarenfamilie. Sie sind sehr selten und unbezahlbar. Es ist aber eine Fälschung. Ein echtes Fabergé-Ei wird heute für rund 150 Millionen Dollar bei Sotheby's oder Christie's versteigert. Peter Karl Fabergé starb am 24. September 1920 mit 74 Jahren in Lausanne. Seine Söhne Alexander und Eugène versuchten, das Lebenswerk ihres Vaters in Paris fortzusetzen. Aber sie hatten keine Rechte am eigenen Namen. Die hatte Fabergé kurz vor der Flucht seinen Mitarbeitern verkauft. Die verloren die Rechte an die russische Regierung, die sie erneut veräußerte. Seitdem wechselten die Lizenzen mehrmals dem Besitzer. Seit 2009 gehören sie einer britischen Investmentgruppe. Geschäftsführer Mark Dunhill will die Luxusmarke weiterführen, auf modernen Vertriebswegen. Mit der Internetseite wollen wir unseren Kunden eine neue Service-Dimension eröffnen. Es gibt ihnen die Möglichkeit zur Flexibilität. Und das ist es doch, was jeder anspruchsvolle Kunde heutzutage sucht. Im Zeitzeichen erinnerte Ariane Hoffmann an Peter Karl Fabergé, der am 24. September 1920 gestorben ist. Redaktion Michael Rüger. Zeitzeichen morgen über den Schriftsteller Erich Maria Remarque. NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.